sein. Du, wir hätten es auch gießen, kein Problem. Ja, da war er ja ich schmissig, ne? So, ja, ja, genau. Eben. Ich sag das Vespa, Vespa. Da war die Leute anrufen, da ein, also das geht ja nicht. So, Walter, was wieder mal in dieses Eisgeschäft gehst, musst das Marilleneis nehmen. Da glaubst du, beißt in eine Marille rein, so gut ist es. Ja, das muss ich ausprobieren. Richtig. Wenn wir unterwegs sind, werden wir das probieren. Und außerdem, der Messi hat uns einen Tag verlassen für sein Gutmessen. Das ist ein Tag rein. Aha. Wo wir nur Kebab gießen. Bitte. Ja, ich hab Hunger gehabt. Ja, und dann so ein Dings klumpert oder wir oder müssen. Ja, ein Hunger hab ich sich gekümmert, dann ist ja ein gescheiten Schweinsbraten. Das gibt's aber bei den Standeln nicht. Da geh ich in die Pizzeria und sag, ich krieg einen Schweinsbraten zum Mitnehmen. Ja, hätte ich auch machen können. Ja, da hätte ich auch anfangen müssen. Ich. So, da hätte ich mit. Ich bin ein bisschen mit. Wahrheit. Aber ich hab Besteck mit. Ich bin die Pizzeria kaum mitgeben. Mit meinem Samtlappades Besteck. So was holt man. Und daheim hätte ich nicht, das war kein Problem. Beim Messer hätte ich sogar gleich mitgehabt, aber noch keine Grube. Ist eine Grube, das hält man in der Hand. Na, das macht man doch nicht. Mit den Fingern essen. Ja, das ist in der Pizzeria, was das doch ist. Oh ja, da hätten wir es eh gebucht, aber 100 Pro auch noch. Es war nicht schlecht, wenn man so bei der Runde sitzt, der Bauern Cordon Bleu mit Brotkartoffeln und so. Jetzt schon versteckst du wieder nichts, was es bleibt da nichts über dann. Ja, da musst du hinter die Wand sitzen, weißt du? Nicht dort, wo die alle sitzen, sondern dahinter, weil dann kriegst du den Geruch um. Jawohl. Komm, Mario, das ist auch mit der Pizza mit den anderen. Wir sind nicht neidisch. Ich tue nicht dein. Ah, du verstehst das nicht. Muss ich da noch einen Deutschkurs geben? Ja. Ja. Dein, das verstehe ich überhaupt nicht.